Deutsche Memes so nicht, mein Junge, einfach mal, um hier mit einer lockeren Stimmung in den Stream reinzustarten, in die Masse. Let's go. Peace, Leute, schlagt mich persönlich. Peace, Leute, schlagt mich persönlich. Okay. Das hier gibt's drei Möglichkeiten. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens, du warst es. Ja, no joke. Wer von euch hat ein kleineres, wer von euch hat kleinere Geschwister? Kleine Geschwister bekommen immer recht. Geht gar nicht klar, gell? No joke. Tja, der Satz. Vor allem in der ersten Zeit, als sie noch nicht reden konnten, wenn dann irgendwas war. Einfach geheult, automatisch, man selbst war schuld. Das ist Pythagoras. Eigentlich könnt ihr auch hier wieder wunderbar mit Vokabeln arbeiten. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, egal welche Aufgabe. Wer ist dieser Typ? Ist das einfach nur so ein Mathe-Nachhilfe-Typ auf YouTube oder was? Oder warum wird der so oft gememt? Legende? Wieso denn Legende? GOAT? Ach krass, also der ist gut? Okay, nice. Ja, dann enjoyt auf jeden Fall die Videos von dem. Auf ASMR angelehnt. Ich hab's nicht mal verstanden. Deutschland ist stabil, Junge! Ey! Deutschland ist stabil, Junge! Der Animationsboss hat sich da noch. Sorry, der. Meine Augen! Ja, Leute. Ihr habt's gesehen. Riecht das nicht gut, SpongeBob? Du hast doch schon seit Tagen nichts gemacht. Das ist so asozial. Was ist mit dir, Petri? Ein großer Junge muss doch essen. Oh, einfach so Ei mit Sucuk. Aber ihr kriegt nichts. Ey, das war auch wild. Das war auch wild. Einfach Mercedes-Benz unterstrich.de auf Instagram gehackt worden. Posten die einfach so Pics von Papa Platte und Montana Black, Junge. Sind die mir auch so gefollowt und so. Denke ich so, hä, was war das denn für ein wilder Hacker, Junge. Zu wild. Der Knossi ist gemutet. Nein, wenn er das anmacht, wenn er die anmacht. Knossi ist gemutet. Nein, nein. Ja, ich wollte schon sagen. Perfekt, ja. Das war's dann auch mit der Kippe. Er ist weg. Der ist einfach weg. GOAT-Clip, Junge. Ey, nice. Einfach Clips mit mir sind einfach die besten, kann ich nur sagen. Wie kommt man auf sowas? Er ist weg. Hä? Neu, die Weiterentwicklung der Aspekte. Von was war das? Was habe ich da nochmal gemacht? Unusual Memes, das. Achso, ah, okay. Gut, dass ihr euch das merkt. Aspirin-Tablette. Ja. Wenn du mein Papa wärst, dürfte ich denn andere Kinder hauen? Ja. Was denken die denn von mir? Ich merke jetzt selber in Gesprächen schon, sie ist zwar noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich weiß genau, dass sie auch was von mir will, so wie ich von ihr. Okay. Und das soll noch anstrengender sein als alles andere. Extrem anstrengend. Flashbacks. Boah, da hab ich mich wirklich gerade erschreckt, Junge. Wieso ist der denn auch so blöd, Junge? Ich hab Warzen gebaut wie kein Zweiter. Ich geh in den Nether, hau rein. Nein, tust du nicht. Bin drin. Bin drin. So lost, Junge. Ich dachte, der kennt das Spiel, ist er einfach da durchgelaufen und denkt, der wäre im Nether. Junge, auf Pixelwolf angelehnt. Halt dein Maul, du gehst nicht in den Nether. Was ist das denn? Ist das Tor schon aktiviert? Ja, du musst dich halt rein. Oh mein Gott. Einstellen und drin stehen bleiben. Ach, ich bin durch. Oh mein Gott, Alter. So, ne? Ich hab 4 Euro plus. Herr Wahl, gehen wir Puff. Warum nicht? Weißt du sowieso noch nie? Was? Gehen wir Puff? Nein, weißt du sowieso noch nie? Das klingt die ganze Zeit! Nimm mal auf und zusammen! Mach die Schmeiße in die Kamera kaputt! Boah, wenn da. Ja, nee, ich wusste es, dass da ein scheiß Vieh rauskommt! Einfach beim ApoRed-Video, Junge. Ich wollte gerade ansetzen. Wenn da jetzt ein Dings rauskommt, dann kommt da so eine Scheißratte raus. Warum erschrecke ich mich immer so bei Tieren, Mann? Gutes Video. Deutsche Memes 2020. Sag einmal Ratatata, dann geh ich. Einmal Ratata. Ja, komm, Ratatata. Ratatata, du Sohn. Was?
Stimmt, das sind doch diese nervigen TikTok-Kids, oder? Einmal ratata. Wie heißen die nochmal? Kann mir einer sagen, wie der heißt auf TikTok? Hussein Chilled, okay. Ey, guckt euch das an! Was? Da könnte ich ja schon direkt reinschlagen. Auf Front. Ich pranke Elio Chilled zum zweiten Mal. Und zwar, Elio Chilled und ich sind verabredet. Gerade eben am Rhein. In Köln. Aber ich möchte ihn jetzt ärgern. Und da... Warum nimmt der alles einzeln auf, anstatt einen Satz zu sagen? Da ist ungefähr Elio Chilled da. Hi, Elio. Ja, wo bist du eigentlich? Ja, ich bin auch da, wo, aber... Ich komm gleich zu dir. Der wartet schon seit 15 Minuten da. Ich will ihn ja... Kranker Prank, du Keck. No front. Girl, wann hast du zum letzten Mal geweint? Letzte Woche ist meine Katze Lili gestorben. Ich bin sehr traurig. Es tut mir mega leid. Das kann doch keiner ernst meinen. Das tut mir mega leid. Ja, und jetzt geht's ihr direkt besser. Baby Girl, wann hast du zum letzten Mal geweint, Girl? Als meine Best... Hä? Bro, unangenehm. Warum redet man so? ...beste Freundin nach Spanien gezogen ist. Und das war traurig für dich? Ja, sehr. Oh mein Gott, es tut mir echt für dich leid. Hä, was ist das? Warum? Hi, Baby Bitch. Bist du Single oder vergeben? Ich bin vergeben. Ja. Seit wie lange denn? 2 Monate. Und, warum? Weil er hat mich gefragt, Valentinstag. Und warum? Und habe ich ja gesagt. Wie süß. Bro, Alter. Und dass der Account fast 1 Million Follower hat, das sagt wirklich was über die TikTok-Generation aus. Unfassbar. Unfassbar. Big Mac. Peso-Boss, Junge. Bann den einfach weg. Ratatata, du. So. Ich wollte nur kurz die Seiten ein bisschen frisch machen, Mensch. Wir sind doch viel zu lang geworden hier, ey. Ich wollte nur ein bisschen die Seiten hier auffrischen hier, ey. Das war lustig. Das war lustig. Was ich gefunden habe. Komm doch jetzt mal. Am Ende. Also ihr habt gesagt, meiner Morsel, Slivky Show, bringt das was? Das Gras auf dem Boden haben wir... Slivky Show, G.O.A.T. mit seinem Dialekt. Mit seinem Akzent oder Dialekt? Zertrampelt. Hi, ich wollte ein Video über das Wald machen. Ich wollte ein Video über das Wald machen. Hä, bist du Russe? Du kannst voll gut den Akzent nachmachen. Hab mich angezogen, in den Wald gegangen. Pass auf, mit wem du redest, wer du bist. Ach krass, du bist Schwabe. Hab mich angezogen, in den Wald gegangen und ging nach Hause. Will dir das... Zehner. In den Wald gegangen mit ganz viel chinesischer Scheiße von AliExpress. Aber als wir den Hügel hinuntergingen... Mit ganz viel chinesischer Scheiße von AliExpress. No racist. No racist. Davon distanziere ich mich natürlich. Stießen wir auf einen Loch im Boden. Es war keine Absicht, sondern ein Loch. Schaut mal, wie coole Steine sind. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nie gruselig war. Wir waren überhaupt nicht auf die Reise durch die Höhlen vorbereitet. Und außerdem, ich habe sehr kleine Eier. Kleinen Wurst. Und einen kleinen Wurst, Bro. Aus diesem Grund beschlossen wir, im Wald zu überleben. Das Gras auf dem Boden. Haben wir geraucht. Es war ein bisschen schwierig herauszufinden, wie man einen baut. Das. Das Zelt. Bro. Bro. Das
Sehr, sehr nice. Ist zwar hochwertig, aber alle Komponenten waren recht chinesisch. Um das Zelt zu beleuchten, benutzen wir diese Lampe. Auf Grundschülerhumor angelehnt, aber ich muss wirklich hart feiern. Benutzen wir diese Schlampe, Bro. Benutzen wir diese Schlampe. Warum funktioniert das nicht? Das hier ist nur kleine Kork anstelle von Batterien. Schade. Um nicht auf dem Boden zu sitzen, haben wir solche Klappstühle. Sie halten sicher eine Person mit einem Gewicht von 90 Kilogramm. Aua, scheiße. Chinesen, wir wollten etwas... Ich distanziere mich davon. Das ist auch nur zur Unterhaltung ein Zusammenschnitt, liebes Twitch-Team. Essen. Zuerst müssen wir in den Wald gehen und Pilze finden. Sehr leckere Pilze. Wow, es hat so schöne Farbe. Schau, wie cool es aussieht. Wir brechen einen langen Spaß ab, machen einen Angelrute und gehen kacken, lol, und gehen angeln. Da war ein Fisch. Es kann nicht sein. Es ist ein verdammter lebender Fisch. Wie? Zuerst schneiden wir die Kartoffeln und legen sie ins Wasser. Und es war fertig. Schmeckt wirklich nach Kartoffeln. Ich weiß nicht wie... Das ist der Rapper eben aus Saschas Video. Ist das möglich? Aber es ist möglich. Wir machten unsere Beleuchtung an. Wir befestigen es auf einem Kork, der fest war. Wir haben so kleine Taschenlampen hier und stecken sie in Powerbank. 2 Stunden nachdem wir ins Bett gegangen sind, musste ich krass scheißen. Wir stiegen aus dem Zelt, um einen abzuseilen. 2 Stunden später. Was für ein Geruch. Es riecht im ganzen Wald. Wir hörten ein Rascheln. Aus Angst gingen wir in Richtung Wald und erstaunten von Angst und Überraschung gleichzeitig. Es war eine ganze Herde wilder Bäume. Scheiß. Bro. Mann, wir haben zu viel gekifft. Wir wollten etwas Wasserflüssigkeit trinken, aber... etwas Wasserflüssigkeit. Boah, ich hätte auch übrigens Bock auf ein bisschen Wasserflüssigkeit. Boah, das ist auch wirklich nass und flüssig heute wieder, das Wasser. Es war ein Eisberg. Alles war iced out. Alles war iced out. Der Morgen kam. Da es morgen ist und wir aufmuntern müssen, haben wir etwas magisches Pulver gezogen. Alle Links in der Beschreibung. Und sehen uns im nächsten Video. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Meiner Morse gehört jetzt auf jeden Fall zu den Kanälen, die wir uns häufiger reinziehen müssen.